Und damit herzlich willkommen zurück im Landwirtschaftssimulator 2015. Let's play together. Kommt da noch was? Mit Grund und Sarazar, die sind nämlich genau auch dabei. Mit dem Pixel. Ja, ich habe ja am Anfang gesagt, Jochen, er hat nichts gesagt, aber wahrscheinlich in dem Moment schon. Nee, da war nichts zu hören. Naja. Du hast nur mit Let's Play Together, das war alles, was ankam. Mit euren Super-Homies, so. Ja. Let's Play Together. Da muss ich nächstes Mal mehr schreien. Ja, merkst du ja. Mit Erik kannst du wieder gehen. Ja, ist doch aber Let's Play Together, oder? Und Valentin. Valentin hat Was denn, der heißt so? Ja. Hamel. Hamel. Das ist aber ein cooler Name. Der Hamel. Valentin. Da wirst du doch immer ja zum 14. Februar doch da verarscht, oder? Valentinstag? Ja. Valentinstag? Kannst du mal gucken draußen? Ah, da war nicht schlecht. Aber war halt immer noch besser statt aus Klickseinnahmen eine Frau zu machen. Das schafft halt auch nicht jeder. Ja, aber Michel ist. Fahr mal hier wieder rückwärts, sonst wird das hier nie was mit Abgang. Ja, ich weiß. Aber das ist, das ist aber halt auch, das ist sowohl als auch, also da gibt's ja. Ja. Ist jetzt ein Michel oder ein Michel? Normalerweise keine Diskussion. Aber, ja. Nee, sag mal, ist das Michel oder Michel? Michel. Michel. Also du selber heißt Michel. Ja, M-I-C-H-E-L. Mit Accent de Gü. Was auf der Karte auffällt. Ja. Ja, aber. Ich kann nicht mal was abtippen. Michel ist halt, würde ich definitiv als Frauenname halt erstmal einordnen. Ich weiß, dass es beides Männer, also beides Frau und Mann. Aber. Das ist genau wie meine Freundin, sie heißt Jean und Jean ist aber auch ein Männername. Ja, also, aber dann Jean, oder? Ja. Ja, aus Frankreich. Wie Jean Pütz zum Beispiel. Genau. Also so wie der Name aber ist, ist es beides. Männer- und Frauenname. Und Michelle als Frauenname ist M-I-C-H-E-L-L-E. Michelle. Mhm. Aber ja. Mich. Okay. Das ist Frauenname. Du wurdest ja auch geschrieben. Nee, ach, nur ja? E-L-L. Und das war's. Das gibt's eigentlich, also kenne ich so gar nicht. Ach so, okay. Keine Ahnung, ich hab deinen Namen aus der Adresse rausgekopiert. Ich weiß nicht, was damit dann richtig gemacht wurde. Die haben es definitiv nicht kopiert. Nee. So, dann gucken wir mal, wo das noch hinkommt und dann können wir uns den Treasure dann schön. Aber da sie auf der Karte nicht draufsteht, also Herr und Frau in Schießmischstöße, ist das ja egal. Zum Biergartenvorspiel, alles klar. Wie sah es eigentlich aus mit Brot und Bier? Na, Brot war ja komplett voll. Da haben wir 100.000 gekriegt. Ja. Ach so. Okay. Aber da habe ich nur einen Trailer weggeschafft davon. Und da ist nicht mal viel drin. War aber noch Zeug drin, noch Rohstoffe? Ja, ja. War noch drin. Beim Bier müsste jetzt halt Wasser nachgekippt werden und Gerste. Wasser ist es 0%, noch 375 Liter. Ach so, na warte mal, dann warte. Kann auch mal jemand anders dreschen, wenn er möchte. Ich muss nochmal der Jürgen machen, weil beim Drescher war ich jetzt schon. Was ist denn Jens Lutz? Wir haben nur einen Dings aktuell. Was? Eine Zugmaschine? Ja. Achso, ja. Ich hatte gedacht, wir hatten zwei. Nee, eine. Nee. Ja, Klicki, wollen wir eine Runde fahren oder was? Ja, Wasser kannst du ja. Ja, gut. Ja, wir können den Wasser. Wir haben ja zwei. Wir haben den Auflieger und den. Genau. Den kann man mit dem Traktor fahren. Gucken, was wir hier kommen. Ja, ich habe jetzt am Traktor den blauen dran. Ja, aber wenn wir jetzt. Also, ich weiß nicht, was du gerade machst. Ich schaff das Bier jetzt zum Biergarten. Ach so. Damit wir uns den Drescher bei Zeiten leisten können. Dann hol ich immer eine Runde Wasser fix. So, und ich habe jetzt gleich das letzte Feld bestellt. Ist doch nur gerade ausgekommen, nach Sintriff, ne? Du hast das letzte Feld, okay. Möchtest du mal. Hast du schon mal gedroschen? Ja, oder was heißt, hab ich? Nee, ich hab's nur gefahren. Möchtest du mal eine Runde? Ja, warte, gerade noch die letzte Reihe. Das ist auch mal Zeit. Droschen. Das
Hast du schon mal eine verdroschen? Ja, hast du schon mal? Ich habe ja schon mal jemanden verdroschen, ja, aber. Okay. Und du kannst aber mit dem Zug, so wie du bist, mit der Seemaschine auch runterkommen zum Drescher, weil das Feld muss ja dann auch noch angesehen werden. Okay. Kannst du gleich direkt mitbringen. Gut. Weil hier machen wir Zuckerrüben drauf. Die habe ich jetzt hier angesät. Achso, hast du angesät? Ja. Auf der 24 ist okay, dann ja. Machen wir hier keine Zuckerrüben drauf. Kein Thema. Weil ihr sagtet doch, also bei dem anderen durfte ich es nicht, weil die Fruchtfolge. Fruchtfolge? Mhm. Nein, kein Thema, da hast du es halt. Das, genau, passt. Achso, du musst noch eine Bahn? Okay, das Feld ist übrigens noch, genau ja. Neben dir, gell? Das andere. Ja, ich hab's gesehen, wo ihr drauf seid. Genau. Ja. Nee, komm, ich will eh den. Achso. Echt, manchmal bin ich froh darüber, dass du keinen Führerschein hast. Och, solange du mir nicht dein Auto gibst, dann fahren kannst du ja egal sein. Gibt ja keinen Führerschein mehr. Hä? Nee, das gibt doch nur eine Fahrerlaubnis. Ja, stimmt. Aber ich wurde auch gestern sehr freundlich von den Herren aus der steuerfinanzierten Staatsgewalt auch darauf hingewiesen, dass mein Ausweis im August abläuft. Hast du schon die Chipkarte? Nee, ne? Nee, ich hab noch den alten. Mir war das so gar nicht aufgefallen, wenn der alle. Ich bin schon zufrieden, dass er mir das gesagt hat. Alter, wo müssen wir hin zum Landratsamt, die neuen beantragen? Gemeindeamt. Nicht Landratsamt? Ja. Du bist Gemeinde du gemeldet. Du bist doch bei deiner Gemeinde gemeldet, also musst du ins Gemeindeamt. Ja. Kommt Kohle, mal klotzen. Das ist ich, ja, als Stadtgedöns, das kann man sicherlich alles online machen heutzutage. Nee, das ja, ist sicherheit nicht, weil du musst einen Fingerabdruck hinterlassen. Auch noch? Mhm. Ach, so ein Scheiß. Und wie viel? 90.000. Stop. Ich erspare die ganzen Behörden drin, Alter. Was sagst du? Ich sitze jetzt im Drescher. Wie viel fehlt noch, Kohle? Drück mal B. 340, naja, alleine. Ja. Ging das Schneidwerk an? Ja. Wir brauchen für den Drescher 495.000 und 102.000. So, warte, also, Schneidwerk ist runtergefahren und angegangen. Ja, dann fährst du einfach los. Ja. Sehr gut. Wenn wir 597.000 brauchen, ja. Schon mal ein bisschen schneller. Das ist noch 200.000 so. Genau. Ja, wie 200.000. Endlich ist er fort. Ach, da Danke. Ist er ja noch. Danke. Sehr nett. Sehr, sehr nett. Ja. Ich hab sogar ein Begleitfahrzeug dabei heute. Eine Disco haben die an die Traktoren gebaut, oder? Mhm. Herrlich. Ist das Wasser jetzt schon in der Brauerei? Junge, ich tank gerade auf. Deswegen habe ich gesagt, lass uns zu zweit fahren, dann brauchen wir nur einmal jeder. Ja. Das ist du ja hier. Du tankst an dem kleinen Bach, oder? Ja. Rückwärts ranschieben, erdrücken, fertig. Fertig. Und voll 30.000 Liter drin. Auf geht's. Bis kommt, wie viel haben da rein gepasst überhaupt bei der Brauerei? Da passt eine Menge rein. Oh ne. Ja, dann komme ich auch mal. Auch ein Stück bis hier auf Speed kommen. Jetzt schon Gewicht hinten dran. Oh ja, so, dann muss ich das mal wissen. Was kostet das überhaupt, wenn du mit keinen gültigen Personalausweis hast? Das ist libertäres abhängig, oder? Das heißt eine Strafe. Hm. Ist logisch, aber ich glaube, das geht nach den Zeiten, ne? Wie lange der ganze Schmutz ist. Ja, aber wieso, wenn du es jetzt weißt, beantragst du nicht einen neuen? Ja, dann beantrage ich ja logischerweise einen neuen. Hätte ich jetzt auch zum Beispiel nicht gewusst. Ja, dann wäre das dann irgendwann mal nach einer Kontrolle aufgefallen, wenn sie den mal haben wollten. Dann hättest du, glaube ich, bis 3 Monate darfst du da oder sowas. Das kommt aber auch aufs Bundesland an, ne? Mhm. Also nicht jedes Bundesland hat eine Ausweispflicht. Dass du den bei dir haben musst. Achso, okay. Ja. Und dann fällt es also auch nicht auf. Ja, wann wäre der ausgelaufen? Der läuft jetzt im August irgendwann aus. Ach du Scheiße, da hättest du wahrscheinlich Einreiseverbot in der DDR gekriegt. Da haben wir nicht zurückgekommen. Oh nee. Oh nee. Das darf man. Nee. Wieso nur? Kein Problem, da hättest du dem Grenze einfach ein paar Bananen in die Hand gedrückt, da wäre der durchgekommen. Oder ein F6. Nobel, Kaffee drauf. Ne F6? Ja. Alter, der quält sich im Berg hier hoch, das gibt's gar nicht.
Kannst du mal das Aufblendlicht ausmachen? Das ist unhöflich, wenn man hinter jemand fährt. Das geht Aufblendlicht, das ist normale Fahrlicht, was ich anhab. Ja, dann musst du mal deine Scheinwerfer einstellen, Kollege. Was? Aber ab in die Werkstatt. Ist hier eine Mauer. Kommt denn die stand da schon immer. Ja, Einreiseverbot. Ja, da bin ich ja mal gespannt, weil die neuen, ich weiß nicht mal, wie die neuen überhaupt aussehen. Ich weiß ja bloß, dass das solche Kleben halt sind. Wie deine Geldkarte. Du hast das ganze Portemonnaie nur noch voller Chipkarten. Da fand ich aber jetzt den größeren dann doch bei Welten besser. Warum? Weil du den wenigstens nicht verlieren konntest, wie so eine Chipkarte. Ach, das ist Blödsinn. Also, wie oft verlierst du deine Bankkarte? Sollte man nicht verlieren, sagen wir es mal so. Naja, aber die hast du bestimmt auch noch nicht so oft verloren. Ne, die haben wir gar nicht verloren, Gott sei Dank. Ja, siehst du. Was ist jetzt eigentlich so besonders an den neuen da? Gesehen davon, dass er ja, ist das so ein wie nennt sich das Ausweis? Biometrisches Foto ist drauf. Und gespiegelt auch nochmal. Und du kannst dann dafür so einen Automaten dazu kriegen, dass du im Internet gleich damit bezahlen kannst. Ja. Und. Ach, das ist. Ja, einen Fingerabdruck eben, ne? Ne, ich habe keinen Fingerabdruck drauf. Ja, das kannst du ja raussuchen. Ja, Fingerabdruck und dann kriegst du so einen Chip hier, dass das da funktioniert, aber das musst du nicht nehmen. Weißt du. Bezahlst aber auch 25 Euro, ne, oder so. Ja. Das kostet auch noch. Na klar, ne, du. Jung. Ja, ich brauch das Ding ja, also, ne, ist ja Pflicht. Da geh ich davon aus, das wird da so gestellt, fertig. Mhm. Da war nicht schlecht. Ja, das soll ja dann Zahlungsabwicklungen gerade im Internet einfacher machen, weil sich dann. Ich bin BGA gefahren. Du fährst aber wie ein Trottel hinterher, es ist echt. Naja, klar! Weiß ich das dann halt. Ne? Besser abgleichen lässt so. Ja. Du siehst einen Verkäufer und einen Käufer und ja. Na gut, dann habe ich noch ein paar Passbilder, die hatten dich also. Du musst ein biometrisches Foto machen. Was ist denn jetzt ein biometrisches Foto? Du darfst nicht lachen, deine Frisur muss richtig sitzen. Ja, das wird deswegen schon schwierig. Hab ich aber Passbilder, die für den Ausweis. Das ist geil! Was? Meine Bewerbungsbilder sehen alle so aus. Meine, ja, die sehen auch so aus, unter anderem. Aber nee, ich habe hier auch welche für Personalausweis damals noch machen lassen. Das ist ja das gleiche in Grün, da darfst du auch nicht lachen. Ich? Nee, damals der alte Personalausweis, da kannst du draufkleben, was du willst. Nee. Nee. Da hatte ich ganz normal, da hatte ich noch lange Löten. Da ja, das macht doch nichts, du kannst doch lange. Da ist ja nicht verboten mit langen Haaren auf dem Personalausweis. Nee, aber da hab ich ja noch reingekriegt. Oh, der hat lange Haare, der kriegt keinen Personalausweis. Nur Kurzhaare gekriegt einen Personalausweis. Nee, da hab ich ja wie gesagt die langen Loten und neigegrinste Augen hast du gar nicht richtig gesehen. Ach so. Und das hat schon Probleme mit. Ja, gut, aber wahrscheinlich war der ja auch schon ewig alt, oder? Ja, weil wo ist halt der erste. Warte mal, war das der erste? Nee, das war glaube ich der zweite. Du hast doch von 16 bis 21 Ehen. Und dann jeder weitere zählt noch 10 Jahre. Mhm. Ich glaube, das war der zweite. Da wollten wir auch einreisen in die Tschechei. Nee, halt von der Tschechei wieder zurück. Da waren noch Grenzkontrollen. Und da haben die gesagt, also haben die Personalausweise genommen, wir waren zu dritt. Und dann sagen sie so, wer von den dreien sind denn sie? Ne? Weil da hatte ich schon die Haare weg, ne? Weil da ja Bundeswehr war. Und auf dem Personalausweis bin ich halt noch mit langen schwarzen Haaren. Da hat er mich nicht so ganz erkannt. War auch schwierig, aber. Ja, jetzt verstehe ich auch, warum das hier alles so kacke ist. Die Bergziege hat ja nicht mal ein Gewicht vorne dran. Ja, falls ich bin wieder in die BGA gefahren. Aber ich kann ja hier hinten. Na, was denn? Eine Reise, die ist lustig. Ja, der Drescher ist voll. Soll ich mal mit dem Orangenen hergehen und einen Hänger holen? Der Hänger steht bei dir am Feld, bei den Möhren. Ach so, okay. Ja, der steht bei der Brücke da, in der, ich weiß gerade nicht, welche Richtung das da ist, aber der steht auf jeden Fall dort, hab ich den gestellt. Und noch eine Straße, da ist noch eine Straße. Und drüber. Und da hat er durchgezogen. Klar, Junge. Junge. Ah hast ja, da Wasser steht er schon, ja. Hast du dein Wasser schon am Start, Legi? Oh, ich bin jetzt in der Brauerei gleich. Gut. 90.000 gehen rein ungefähr. Ach so. Mir ist aber schön, was da hinten vor. Ach ne, steht noch Wasser. Ich dachte, das ist ein Gefahrgutzeichen. So, stellen wir den Krempel wieder am Hof ab hier. Schmeißen das da ist eh Feierabend. Schmeißen da. Ach so, ist Feierabend. Jo.
Sonntag, oder? Das war jetzt Sonntag. Immer wieder Sonntag. Am Mittwoch ist Gamescom. Soll ich was sagen, Leute? Oh, wir haben uns nicht einmal über die Gamescom unterhalten. Das ist natürlich echt traurig, ne? Können wir ja nächstes Mal. Ja, also nochmal ganz kurz zur Zusammenfassung. Und zwar am Freitag und Samstag, Hinterhalle 8, 13.30 Uhr, findet ein Abonnententreffen statt. Und zwar von der gesamten Trouble Town Crew. Also von allen, von ganz vielen YouTubern, wo wir eben auch dazu gehören. Und ja, da 13.30 Uhr, Freitag und Samstag, Hinterhalle 8. Des Weiteren ist nächste Woche Gamescom. Ich habe Urlaub und kann mich heute Abend freuen, weil ich darf lange wach bleiben. Und ja. Ja. In diesem Sinne, schaut doch nochmal in die Videobeschreibung und da klicke ich hier, will euch auch noch was sagen. Ja, herzlichen Glückwunsch, ihr habt das Wochenende überlebt und wir sehen uns dann quasi am Montag wieder. Genau. Tschüss. Tschüss. Ciao, ciao.